mal auf den Knopf an dem Gerät und wir schauen mal. Dem Gerät sagt, ich bin live. Aber wir erkennen das ja. Das glaube ich erst, wenn ich es einmal persönlich getestet habe. Und das will ich hier gerne mal tun, indem ich noch parallel mit dem Telefon einfach mal in die Gruppe gehe, in die Facebook-Gruppe deutschsprachige Launchpad-Tutorials für Ableton Live. Da sind auch schon die ersten Zuschauer. Grüß Gott, schön, dass ihr alle da seid. Da kommen ganz schnell Zuschauer dazu, da sind wir schon zweistellig. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Vielleicht als allererstes mal, bevor wir hier loslegen, Mit dem Telefon einfach mal ich höre mich selber mal eben in die an. Gruppe gehe, in die Facebook-Gruppe Sehr deutschsprachige gut. Ich höre mich und vielleicht mal bitte von eurer Seite ein Dennis Ja, wenn ihr mich sehen und hören könnt, in die Kommentare. Übrigens, bitte in die Kommentare in unserer Gruppe, nämlich deutschsprachige Launchpad-Tutorials für Ableton Live, weil wir sind in ganz vielen Gruppen, ist dieser Post geteilt, aber wir können nur in unserer Gruppe mitlesen, weil das sonst hier in der Live-Situation zu Chaos führen würde. Und deswegen bitte einmal in unserer Gruppe drunter schreiben. Tom Siebert, hier sehe ich schon die ersten netten die ersten netten Gesellen bei uns in der Gruppe. Ja, schreibt mal Dennis Ja in den Chat, in die Kommentare, wenn ihr mich sehen und hören könnt, dann bin ich ganz beruhigt und dann können wir hier langsam anfangen. Kolja ist dabei, grüß dich. Guido, hey Guido, Stefan, Tom, Patrick, Manuel. Manuel, bist du aus dem Urlaub wieder da? Grüß dich, schön, dass du dabei bist. Ein Thoralf, du alter Fusionist, grüß dich auch, schön, dass du dabei bist. Heute geht es um DJing, das passt ganz gut zu unserem gemeinsamen Lieblingsfestival, Thoralf. Ja, und bitte einmal ein Dennis Ja in den Chat. Jawohl, da sehe ich es. Wir haben ja immer so ein bisschen Zeitverzögerung, die älteren Zuschauer erinnern sich, ne, zwischen ich stelle eine Frage und ihr könnt antworten und ich kann das lesen, vergehen immer ein paar Sekunden, manchmal so 20 Sekunden. Aber jetzt sehe ich hier, Marlon, grüß dich, eine ganze Menge Leute schreiben Dennis Ja. Das nehme ich als gutes Zeichen. Wir haben nämlich wie immer einen Soundcheck gemacht und ich denke, eigentlich sollte das alles problemlos möglich sein. Wir checken gleich nochmal mit unserem heutigen Interviewgast, ob auch sein Bild und sein Sound rüberkommt. Doch zunächst möchte ich ihn dir in zwei, drei kurzen Worten vorstellen. Es passt eigentlich mega gut für die Masterclassler, dass wir heute mit Patrick Lübke sprechen, dem Gründer von Auflegen mit Erfolg. .de oder .com, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ihr wisst es besser, nee, .de habe ich heute noch gesehen. Patrick Lübke hat sozusagen eine Online-DJ-Schule und in der Masterclass ist es ja bei uns gerade so, dass wir schwerpunktmäßig unsere vorhandenen Tracks, die wir übers Jahr geschraubt haben, jetzt eben zu einem DJ-Set zusammenfügen wollen. Und wir sprechen heute sehr viel darüber, welche Form und Struktur so ein Dance-Track aufweisen muss, damit ein DJ sagt, hey Mann, das ist gut, damit kann ich gut arbeiten, das passt gut in meinen Workflow rein, das kann ich gut in mein DJ-Set integrieren. Das wird heute auf jeden Fall ein Schwerpunktthema und es passt zeitlich gut zur Masterclass. Ja, ich habe jetzt schon zwei, drei Sachen zu Patrick erzählt, aber ich würde vorschlagen, wir holen ihn jetzt gleich mal ins Bild und dann kann er sich selber auch nochmal vorstellen und erzählen, was er macht. Patrick, pass auf, ich hole dich mal hier rein ins Geschehen, jetzt sieht man uns beide. Erstmal schönen guten Abend, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Anmoderation. Schönen guten Abend an dich und auch an alle Zuschauer. Schön, dass ihr jetzt schon so zahlreich eingeschaltet habt. Ja, nice. Und vielleicht auch nochmal an der Stelle, die Zuschauer, ihr Lieben, schreibt doch mal ein Patrick Ja in die Kommentare, wenn ihr Dr. Timmit zum Beispiel, du kannst das mal machen, grüß dich, alles ist fit. Wenn ihr ihn gut hören und sehen könnt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so ist, aber ich habe die Kommentare trotzdem sicherheitshalber im Blick, falls irgendwas technisch ist. Ja, Patrick, jetzt habe ich schon so zwei, drei Sachen über dich erzählt, aber erzähl doch mal selber, wer du bist und auch was es mit Auflegen mit Erfolg auf sich hat. Was ist denn das für eine Plattform? Ist das wie hier bei uns? Wie macht ihr das? Ja, also ich finde es insofern halt eine tolle Sache, dass wir jetzt hier das Interview haben, weil viele DJs, wenn sie eine Zeit lang eben ja am DJ-Sein sind, sich überlegen, im Prinzip noch in die Richtung Producing zu gehen. Umgekehrt gibt es viele, die eben mit Producing anfangen und dann eben auch Spaß daran finden, ihre Tracks vor der Öffentlichkeit zu performen und deswegen ja dann den Schritt ins DJing suchen. Und bei mir war es eben so, dass ich schon ja, mit Ende der Oberstufe im Prinzip ins DJing reingerutscht bin, dass wir selber Vorfinanzierungspartys für unsere Abi-Party geschmissen haben. Und ja, so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Ich habe schon als kleines Kind angefangen, Klavier zu spielen und so. Also Musik hat einen extrem hohen Stellenwert bei mir. Es gibt nur sehr wenige Minuten am Tag, wo keine Musik läuft. Egal, ob ich am Arbeiten bin oder sonst im Auto, in der Freizeit. Muss immer mit.
Und ja, ist halt eine sehr große Leidenschaft von mir. Und mit den Jahren, ja, bin jetzt 27 Jahre jung oder alt, je nachdem. Von daher bin ich da eben jetzt auch schon eine ganze Weile dabei. Und ja, ich hatte vor allem vor einigen Jahren eben am Anfang, relativ am Anfang, viel ja, Probleme eben Fuß zu fassen, an Aufträge zu kommen, eben besser zu werden, weil es damals ja nur sehr rudimentär zum Beispiel auf YouTube-Videos gab, wie man jetzt mixt. Das waren ein paar vereinzelte Leute, die eben aus ihrem ja, Schlafzimmer teilweise einfach mal was mit der Handycam aufgenommen haben. Und, ja, aber es gab halt ja keine strukturierte Ausbildung. Und ja, vor 3 Jahren roundabout habe ich mir ja irgendwann so die Frage gestellt, wieso gibt es denn im Prinzip eigentlich keine klassische Plattform? Man kennt es ja aus dem englischsprachigen Raum, da gibt es vereinzelt Angebote, aber vor allem auf Deutsch nicht. Und dadurch, dass der Einstieg ins DJing sozusagen mit dem Fortschritt der Technik, sei es jetzt in Richtung Equipment oder Software, immer leichter wird, gibt es auch viele, die jetzt DJs werden, schon geworden sind, DJ noch werden möchten. Das kann man jetzt als Fluch oder Segen sehen. Aber auf jeden Fall gibt es viel ja, Potenzial im Prinzip, Leuten was beim DJing mitzugeben. Und da ich halt schon immer so ein bisschen so ein unternehmerisches Feuer in mir gespürt habe, habe ich gesagt, komm, ich nehme das jetzt in die Hand, ich mache das. Und jetzt bin ich im Prinzip ja seit 2 Jahren ziemlich konkret an der Sache dran. Aber wirklich öffentlich ist es erst seit einem, ja, sagen wir mal, Dreivierteljahr. Und genau, jetzt stehe ich hier und freue mich eben auch an euch was weitergeben zu können. Ja, das ist mega cool und was natürlich auch viele nicht ahnen, wenn man mit sowas dann mal an den Start rollt und in die Öffentlichkeit geht, dann hat man natürlich schon viel Wegstrecke hinter sich gebracht und ja. Viel Arbeit reingesteckt. Also das war bei Launchpad Tutorials tatsächlich ganz ähnlich. Und von daher erstmal Gratulation, dass es nun mal so weit ist, dass das Ding auch das Licht der Welt erblickt, das junge Ding. Genau. Danke. Klasse. Ja, okay. Bevor wir ein bisschen weiter über das DJing reden und auch über ja, Form und Struktur und so weiter, du hast ja auch ein bisschen Musik mitgebracht. Wir haben die Möglichkeit, heute ein bisschen DJing auch zu machen hier im Interview. Bevor wir darüber reden, lass noch mal ein bisschen über dich reden. Du hast gerade gesagt, also du hast als Teenager in Abi-Zeiten angefangen aufzulegen und vorher Klavier gelernt. Hast du auch vorher schon mal irgendwie den Computer benutzt, um Musik zu machen, oder war es wirklich nur das Klavier oder Ja, klassisch Offline-Musik machen. Ich habe mich auch mal am Schlagzeug probiert. Aber das Klavier hat sich dann doch über die Jahre weiter durchgezogen. Es, macht mir auch immer noch großen Spaß. Ich habe natürlich mit dem, dass ich dann das DJing begonnen habe und vor allem auch in der elektronischen Szene aktiv war, geht das ja vor allem in der Szene eben Hand in Hand, dass man eben auch, ne, wie eingangs schon erwähnt, selber produziert. Das heißt, ich habe mir eine Maschine zugelegt und auch eben mit dem passenden Programm dann rumgespielt, vor allem um meine Sets zu bereichern. Mhm. Heißt eben Trackdoor und Machine parallel laufen lassen und dann halt über Samples, über gewisse Spuren, Sounds, die man vielleicht auch live einspielt, eben ja sein DJ-Set nochmal zu bereichern, weil heute eben auf Play drücken und dann eben so ein bisschen überblenden ist jetzt nicht mehr so die Herausforderung. Deswegen ist es da eine schöne Möglichkeit, im Prinzip noch eine persönliche Note mit reinzubringen, das Ganze individueller zu gestalten. Das habe ich eben noch am Computer dann eben auch gerne gemacht. Genau, aber jetzt klassische Tracks fertig ausproduziert. Da gab es ein paar Gehversuche, würde ich aber jetzt nicht behaupten, dass ich da ja wirklich erfolgreich war. Ja, aber es ist tatsächlich schon so, wie du sagtest, das sind zwei Pole, die sich auch gegenseitig anziehen. Die DJs kommen Definitiv. Häufig an den Punkt, dass sie produzieren wollen. Die Produzenten kommen häufig an den Punkt, dass sie mal auflegen wollen. Und ja, wir subsumieren das ja quasi auch unter dem Begriff Electronic Music Artist, der eben ja. all diese Disziplinen abdeckt, sozusagen. Ja. Ja, nice. Was würdest denn du persönlich sagen, wo verläuft denn die Grenze zwischen einem DJ-Set und einem Live-Set, beziehungsweise was sind da Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Also jetzt mal abgesehen davon, dass das Dateiformat in Ableton halt, dass die Dinger Live-Set heißen, aber jetzt mal vom Performance-Ansatz, wenn man es auf die Bühne bringt, was ist da der große Unterschied? Ja, also für mich fängt es im Prinzip schon da an, wo ich eben nicht mehr einfach nur fertig produzierte Musik von anderen klassisch abspiele und dann eben nur mixe, sondern eben noch meine eigene Kreativität insofern mit einfließen lasse, wie ich zum Beispiel jetzt mit der Maschine schon gesagt habe, aber das muss ja nicht Maschine sein, kann ja genauso auch Ableton sein und was es noch für Lösungen gibt.
wo ich entweder selber Musik noch live neu kreiere oder eben schon vorbereitete Musik mit einfließen lasse. Ja, eben eine Live-Performance auch wirklich mache, wo ich nicht mehr nur ja, klassische fertige Musik eben abspiele. Und das kann von mir aus zum Beispiel auch was sein, eben nach meiner Definition, was Scan-DJs machen, was ich auch immer sehr spaßig finde, ist das zum Beispiel von Vinylplatten, was noch live gesampelt wird und damit eingespeist wird. Das muss ja nicht immer klassisch vom PC sein. Oder natürlich, man kann ja auch mit Instrumente mitbringen. Ja. Viele arbeiten mit Trompete zum Beispiel, ja, oder eben auch mit einem Keyboard und so weiter. Also, ja, wo ich eben selber sozusagen noch neu kreativ was mit einbringe, ja. Ja, schöne Definition. Ich hätte es ganz ähnlich auf jeden Fall formuliert. Cool. Und wenn wir mal über deine Musik heute reden, wenn du auflegst, was legst du so auf? Wo fühlst du dich zu Hause? Was macht dir Spaß? Ja, also mein Herz schlägt auf jeden Fall schon immer noch für die elektronische Musik, heißt eben Deep House, Tech House bis an Techno heran. Ja, bei mir ist halt immer sehr wichtig, da ich, ja, meines Erachtens rührt es schon auch vom Klavier noch her, dass ich halt sehr melodisch und sehr groovig mag sozusagen. Und wenn es halt in Richtung Hard Techno geht, dann geht diese Komponente halt schon verloren. Deswegen Tech House, Deep House bin ich eben großer Fan von melodischen, groovigen Tracks eben bis an Techno heran, je nachdem. Das ist auf jeden Fall ja, mein Steckenpferd, da schlägt meine Musik dafür. Ich habe aber auch noch viele Jahre klassisch Mixed Music als ja, Party-DJ, nicht jetzt Club-Festival-DJ, sondern Party-DJ aufgelegt. Genau, das macht auf jeden Fall auch Spaß, ja, aber wo dann so wirklich, wo man dann diesen Tunnel bekommt und so einen Fokus bekommt beim Auflegen, wo man wirklich da die Musik halt, ja, Gefühl hat, fließt durch die Adern so ungefähr, das ist auf jeden Fall so bei Techno, Tech House, Deep House so. Ja. Was würdest du sagen im Bereich DJing, Tech House, Techno, Deep House? Was waren so in den letzten Jahren oder ja, im Prinzip seit du angefangen hast auch die größten Veränderungen, die es da gegeben hat, auch in der Technologie und in der Methode, wie man auflegt? Also es ist meines Erachtens, was mir auch jetzt gerade sehr zurecht kommt, ist halt, dass es gerade sehr groovig und melodisch wird, finde ich. Halt, auch wenn man bei Spotify gerade die Top-Charts durchhört, das macht sehr Spaß auf jeden Fall. Das war früher schwieriger, da war es eher düsterer, industrieller, härter, was auch nicht schlecht war. Genau, aber das ist auf jeden Fall schon das, wo ich sage, da geht es gerade im Prinzip ein bisschen hin. Ja, auf jeden Fall. Also das war eine Veränderung. Ja, definitiv. Und rein von der technischen Seite, mit welchen Medien hast du damals angefangen aufzulegen? Wie hat sich das weiterentwickelt? Der Computer hat ja auch einen immer höheren Stellenwert auch in der Zeit eingenommen. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese Controller nochmal stärker geworden sind. Ich habe jetzt hier spaßeshalber auch schon mal einen aufgebaut, einen schönen großen Vierkanal-MIDI-Controller. Also die sind deutlich professioneller, umfangreicher geworden, weswegen es auch inzwischen nicht mehr so verpönt ist, wenn man damit sogar eben vielleicht mal auf einem Festival oder Club auflegt. Die, ja, finden immer weiter noch Einzug in die Szene. Klassisch angefangen habe ich mit einem analogen Mixer noch und Turntables, also richtig klischee-mäßig. Hab mir dann aber zu diesem Set noch zwei, ja, sagen wir mal so, schmale Controller geholt, die nur die DJ-Software steuern, also nicht auch noch mit Mixer und Co., weil ich dann eben Trackdoor für mich entdeckt habe, wo wir ja nachher auch nochmal reingehen werden. Yes. Ist ja vor allem von elektronischen DJs sehr gern benutzt wird. Genau, also klar, Digitalisierung auf jeden Fall, Controller definitiv, die werden umfangreicher, professioneller, auch Standalone-Player. Ja, das ist definitiv eine Entwicklung. Und es gibt halt im Prinzip diese Evergreens natürlich mit CD-Playern, mit Turntables, mit Mixern, die halt einfach immer weiterentwickelt werden. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass, ja, also im Prinzip mit meinem Setup, ich habe die Geräte auch noch von vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, könnte ich mich immer noch ohne Probleme genauso eben vor die Meute stellen. Überhaupt kein Problem. Ja. Ja. Was siehst du so für zukünftige Trends, gerade wo du auch sagst Controller, also Hardware, Software, was meinst du, wie geht's weiter an der Stelle? Also ich bin der Überzeugung, dass halt vor allem diese Live-Komponente noch mehr Einzug halten wird, weil das eben eine Möglichkeit ist, sich von anderen noch zu unterscheiden. Mit dem, dass ich halt klassisch selber Tracks produziere, ja, dass ich eben live noch was mit einbringe. Ja, weil eben dieses ganz simple Auflegen mit ich spiele einen Track, den jemand produziert hat und überblende,
eben durch diese ganzen technischen Spielereien nicht mehr so die Herausforderungen sind und deswegen es halt eben viele DJs heutzutage auch gibt und es deswegen, wenn man also wirklich ja aus der Masse herausstechen möchte, noch mehr erreichen möchte sozusagen, wird es meines Erachtens dahin gehen und ist natürlich auch für das Publikum schön, weil man eben was hört, was man vorher in der Art noch nicht genau so gehört hat. Oft ist es ja auch visuell im Prinzip nochmal ja, schön anzusehen, wenn jemand was live performt. Deswegen bin ich der Meinung, dass das mehr einziehen wird. Was schon da ist, ist halt vor allem, dass viel mit Effektgeräten gearbeitet wird, um da eben das Signal nochmal irgendwie aus- und wieder einzuspeisen. Und genau, das ist für mich so der halbe Schritt sozusagen zum Live-Set. Genau, und meines Erachtens wird da noch einiges passieren jetzt. Weil das meines Erachtens ja auch sozusagen immer leichter wird, da das mit zu integrieren und was zu machen. Auf jeden Fall kann ich nur bestätigen, auch dahingehend in der Masterclass, wenn wir uns da überlegen, welche Live-Elemente können wir denn jetzt mit einem bereits vorproduzierten Track umsetzen, weil wir da ja eben auch die Tracks zerlegen in einzelne Stamps, die dann wiederum geloopt sind. Und da muss man schon so ein bisschen mitdenken, wenn da jetzt eine Filterfahrt plötzlich drin ist in dem Loop, dann das muss ja alles passen. Und da kommt man dann eben auch an den Punkt, wo man sagt, okay, wenn ich das jetzt loope, dann passt das eben nicht mehr so richtig und deswegen mache ich die Filterfahrt live, wenn ich den Song live performe. Da geht dann auch so schönes Stichwort mit den Stems, auf jeden Fall, als das Tractor, sag ich schon, Native Instruments vor ein paar Jahren eben eingeführt hat, fand ich sehr, sehr geil, eben weil das ja eben auch wieder so ein Schritt in Richtung Live-Producing, Live-Set ist. Definitiv, das ist auch wieder ein Punkt. Ja. Also Stems vielleicht auch nochmal für alle, die zuschauen und jetzt nichts mit dem Begriff anfangen können, weil wir sind ja nicht nur bei uns unterwegs in unserer eigenen Community, sondern auch worldwide quasi heute Abend mal wieder, dadurch, dass der Post hier in so viele Gruppen geteilt wurde. Stems bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als dass ich meinen Stereo-Track in vier einzelne Tracks unterteile, nämlich Rhythmus, getrennt vom Bass, getrennt von Begleitinstrumenten, getrennt von der Hauptstimme, sei es jetzt eine menschliche Stimme oder ein Leadinstrument. Und so ist man dann eben auch in der Lage, quasi live zu remixen als DJ, weil ich zum Beispiel den Rhythmus von Track A mit dem Bass von Track B, mit der Stimme von Track C halt eben kombinieren kann live. Ja, es eröffnet halt extrem viele Möglichkeiten, Übergänge zu kreieren, die vorher nie möglich gewesen wären, weil der Track zum Beispiel noch viel zu voll war und ich jetzt mal übertrieben gesagt, ich könnte mitten im Refrain einen Übergang machen, indem ich halt manche Spuren rausnehme, die sonst für den Übergang störend wären von der harmonischen Seite her oder eben auch, weil es generell einfach viel zu viel wird und dann nur noch so ein undefinierbarer Soundbrei ist. Deswegen ist das einfach eine sehr, sehr geile Geschichte. Auch vor allem sehr lange Übergänge zu machen, weil man ja auch die einzelnen Spuren wieder noch loopen kann und gerade eben, wenn wir jetzt über Tech House, Deep House, Techno vor allem reden, wo ja meistens Übergänge sehr lang zelebriert werden, wo eigentlich das Ziel ist, dass man den Übergang ja gar nicht mehr mitbekommt, sondern dass eben ein sehr langer Musikfluss kreiert wird, ist das eine sehr, sehr dankbare Möglichkeit, mit Musik zu arbeiten. Was würdest du denn einem absoluten Beginner, der noch nie aufgelegt hat und vielleicht auch jetzt bei uns in der Community der ein oder andere dabei ist und sagt, Mensch, hätte ich auch mal Bock, das auszuprobieren, mich in die Richtung mal auszuprobieren. Was würdest du einem Anfänger raten heutzutage? Sollte der überhaupt mit Stems anfangen und welche Software und wie würde man das mal an den Start rollen? Ah, das ist natürlich, könnte man jetzt sehr platt beantworten, kann man auch stundenlang ins Detail gehen. Also es kommt, ich würde mir halt erstmal mir überlegen, wo stehe ich jetzt gerade schon, ja, welche Genre eben feiere ich zum Beispiel, mit welcher Art von Technik kann ich mir vorstellen, am liebsten zu arbeiten. Und wo möchte ich hin? Ja, welches Musikmedium ist mir sympathisch? Eben finde ich es immer noch geil, mit Platten aufzulegen? Oder bin ich eher sowieso schon der digitale Typ? Mag ich es eher kompakt und mobil? Oder mag ich eben auch dieses nostalgische Feeling mit einem klassischen großen Mixer und eben den beiden Turntables? Und je nachdem eben, in welcher Musikrichtung ich mich bewege, empfehlen sich natürlich auch andere DJ-Programme, die eben ihren Schwerpunkt da haben. Ja, Tractor ist nämlich hauptsächlich eben elektronische Musik. Gerade Serato zum Beispiel spricht eher die Hip-Hop-Community an. Recordbox-DJ, finde ich, hat inzwischen sehr gut gemeistert, alle abzuholen. Also das bin ich echt erstaunt sozusagen. Die sind wirklich über alle Genres breit aufgestellt, aber trotzdem so, dass sie alle gut bedienen. Also das hat Pioneer echt gut gelöst. Viele starten halt mit Virtual-DJ, weil
es erstmal kostenlos ist und man da schon einen extrem großen Funktionsumfang hat. Aber gerade wenn man sich eben auf spezielle Genre konzentriert, wie eben Hip-Hop, elektronische Musik und so, da gibt's halt schon die speziellen Steckenpferde. Und ja, deswegen klassische Antwort, kommt drauf an. Kommt drauf an. Aber du sagst, es gibt auf jeden Fall auch kostenlose Möglichkeiten. Virtual DJ hast du gesagt, ne? Sowieso alle Programme kann man in der kostenlosen Version erstmal testen. Sei es jetzt in einem abgespeckten Funktionsumfang oder zum Beispiel auch über 30 Tage zum Beispiel erstmal voll auskosten. Da würde ich eben jedem empfehlen, wenn man zum Beispiel digital auflegen möchte, dass man sich erst die Software aussucht, die wo man das Gefühl hat, diese Usability ist geil, da komme ich schnell rein, das macht mir Spaß, und passend dazu das Equipment auszusuchen. Also meins sagt sich schon mal ein wichtiger Tipp an alle, weil viele machen halt den Fehler, dass die DJ-Equipment-Industrie halt mega Werbung ballert und immer schön einem suggeriert, du brauchst das und das Equipment, um erfolgreich zu werden, was platt gesagt richtiger Bullshit ist. Zum einen, und zum anderen ist es halt so, dass das Equipment ja sozusagen der limitierende Faktor ist, weil wenn irgendein Button oder Regler oder so auf dem Gerät fehlt, dann kann die Software das nicht mehr abbilden sozusagen, ja, aber wenn du die Software hast und dir dazu dann passendes Equipment holst, wo normalerweise ja die Lizenz dabei ist, das heißt, du checkst eben in der kostenlosen Variante erstmal aus, was du am meisten feierst, holst dir dann eben das Equipment, das eben genau dann auch zu der Software passt und die eben auch wunderbar zusammenarbeiten. Mhm. Nice. Hier in der Community geht es ja, wir sagen immer, um die drei großen M's. Das ist einerseits natürlich Musik, of course, dann aber auch Mindset und Marketing. Und in dem Zusammenhang, viele fragen sich natürlich grundsätzlich überhaupt, wie sie ihre Musik vermarktet bekommen. Erstmal die Frage, du als DJ, was hast du so am effektivsten herausgefunden, um selber überhaupt Auftritte zu generieren? Welche Wege sind erfolgsversprechend? Was kannst du da als Tipps mitgeben? Ja, also will ich erstmal auf jeden Fall komplett so unterstreichen, und das ist auch meine Mission, das im Prinzip ja weiter voranzutreiben, weil meines Erachtens war es die letzten Jahre oder eigentlich bis vor sehr kurzer Zeit immer so, dass halt vor allem dieses Equipment sehr im Mittelpunkt stand, weil viele Leute, die auch in die DJ-Bildung gegangen sind sozusagen, sehr von der DJ-Equipment-Industrie getrieben wurden. Heißt, die wurden irgendwie von denen gesponsert oder man hat halt sonst irgendwie was gemacht, dass das immer sehr Hand in Hand ging, und deswegen war das halt immer sehr vorbelastet mit diesen, jetzt gibt's das neu und du brauchst das jetzt, um weiterzukommen, und sowieso von der Marke was, um erfolgreich zu werden. Und das ist halt wirklich Quatsch, wenn man sich auch viele alte Hasen anschaut. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ab vom Thema, aber viele Mobile-DJs, die Mixed Music und so weiter auflegen, alte Hasen, die schon seit 20 Jahren im Game sind, die mit Equipment auflegen, wo sich Rookies an den Kopf fassen, wie man heutzutage noch mit sowas spielen kann. Aber man sieht eben, das beste Beispiel, es ist scheißegal, weil deine Gäste, die hören das nicht und die verstehen das auch gar nicht, weil die sind nicht so in diesem Betriebsding drin, dass sie überhaupt das verstehen, was für ein Equipment das ist. Und oft ist es auch so, selbst wenn es jetzt ein Booker für einen Club oder ein Festival ist, muss der das nicht unbedingt verstehen. Und selbst wenn, ist es ihm praktisch egal, weil das sind nicht Punkte, die ihn interessieren. Der will, dass der Laden voll wird, dass die Leute Spaß haben, dass an der Bar ordentlich Umsatz ist und so weiter. Und da sind wir eben dann beim Punkt Marketing. Und klar, dazwischen ist halt dieses Mindset, weil du musst es erstmal verstehen, ja, aber dann eben in Richtung Marketing, wo heute auf jeden Fall auch eine sehr dankbare Zeit meines Erachtens ist, weil man gerade durch die Digitalisierung halt extrem viel machen kann, um auf sich aufmerksam zu machen, mit entweder sowieso kostenlos oder sehr geringen finanziellen Mitteln, und man sich selber eine Bühne schaffen kann, die einem sonst vielleicht eben noch keiner geboten hat, weil eben wenn dir vor 10, 15 Jahren dich halt keiner in den Club reingelassen hat, dann war es halt so. Dann musstest du vielleicht selber deine eigene Veranstaltung machen, aber da gab es halt keinen Facebook-Livestream oder Twitch oder was man halt vielleicht sonst noch machen kann, um öffentlich bekannt zu werden, oder YouTube auch. Ja. Genau, das eben sind zum Beispiel schon mal einige Punkte meines Erachtens aktuell für Leute, die vielleicht jetzt schon als DJ aktiv sind, extrem unterschätzt: Livestreams. Man kann über alle möglichen Plattformen livestreamen, und wenn man das eben geil macht, sich ein geiles Streaming-Setup aufbaut und die Leute regelmäßig unterhält, ist es das Beste, weil auch eben diese Art des Mediums organisch aktuell noch sehr gefördert wird von den Plattformen und man so eben auch noch schöne Reichweiten bekommen kann in Zeiten, wo klassische Postings ja sehr reguliert sind leider. Und das, was ich damals gemacht habe, also warum eben auch ein Ding ist, warum ich diese Akademie gegründet habe, ist wirklich, weil ich, sagen wir mal, zwei Drittel meiner bisherigen Karriere große Schwierigkeiten hatte, voranzukommen, eben eine Bühne zu bekommen, ja, Aufmerksamkeit zu bekommen, sichtbar zu werden.
Und ja, so ein bisschen platt gesagt, irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's mir und habe mir halt extrem viel Know-how dann angeeignet mit Büchern und YouTube und egal, wo es eben auch darum ging, eben wie kann ich mich sichtbar machen, und habe mir dann einen Schlachtplan aus, ja, erkoren, mit dem ich halt gesagt habe, ich werde jetzt eben auf regelmäßiger Basis eine ja, Petit-Session, wie ich sie genannt habe, ins Leben rufen, wo ich anfangs noch auf wöchentlicher Basis wirklich einen Mix aufgenommen habe, den ich am Veröffentlichungstag live gestreamt habe über alle verfügbaren Kanäle, eben mit mehreren Geräten damals noch, weil man nicht über eine Softwarelösung auf mehrere Plattformen streamen konnte, eben zur Veröffentlichung das live gestreamt habe und danach eben auf SoundCloud und eben auf die klassischen Social Media Kanäle und dann eben weiter Marketing gemacht, um das zu verbreiten. Und das hat wirklich einen krassen Boost gegeben, wo ich vorher 160 bis 200 Follower auf Instagram zum Beispiel hatte, ist jetzt auch schon wieder 2,5, 3 Jahre her, aber innerhalb von einem halben Jahr auf 1500 hoch bin und auch auf SoundCloud schnell vierstellig gewesen bin. Also das ging wirklich erstaunlich schnell. Es hat einige Zeit gedauert, bis es halt angekommen ist. Da musste ich auch eine gewisse, ja, Routine, eine Regelmäßigkeit, ja, einstellen, dass die Leute halt auch eine Erwartungshaltung haben, dass wieder was Neues kommt. Und dann ist das wie so eine Hockeystick-Kurve, dass halt das Ganze sich akkumuliert und auf einmal wird es halt immer mehr. Ja, und dann pushen sich die Kanäle eben auch noch gegenseitig. Und das war auf jeden Fall was, wo es einen extremen Einfluss hatte, ja, wo man sehr schnell, sehr, was heißt sehr schnell, also man hat halt schon in ein paar Monaten auf jeden Fall ordentlich Reichweite bekommen, ordentlich Sichtbarkeit und auch tolles Feedback. Und dann habe ich das insofern auch ausgeweitet, dass ich DJ-Kollegen eingeladen habe. Ja, das heißt, es war dann Petit-Session, Staring, DJ XY. Habe dadurch auch wieder nochmal die Reichweite erhöht, weil diese Leute ja auch wieder dann Promo dafür gemacht haben, dass sie jetzt in der Petit-Session sind. Und ja, das im Prinzip, was bei mir auf jeden Fall so ein Knackpunkt war. An der Stelle muss ich einen Shoutout machen. Grüße an die Schweiz zu DJ Exet, der in der letzten Woche war es, meine ich, den Platz 2 auf der am meist gehörten DJ-Sets in der Schweiz gemacht hat. Vorhin war, glaube ich, noch David Guetta oder irgendwie sowas. Ja. Und der mich am Anfang auch gefragt hat, hier so, ich habe die Idee, das zu machen, soll ich das machen? Und ich so, ja, mach das auf jeden Fall. Und natürlich, was du gerade sagtest mit der Erwartungshaltung, mit dem regelmäßig am Ball bleiben, das ist definitiv eher ein Langstreckenlauf als ein Sprint. Und wenn man Ja, es so definitiv. nimmt und so rangeht, dann kommt aber irgendwann der Eishockeyschläger die Kurve. Ja, definitiv. Ja, und was ich da an der Stelle auf jeden Fall auch noch als heißen Tipp geben möchte, ist vor allem Streaming, weil SoundCloud ist inzwischen echt. Ja, ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben auf unserer Seite, so eine ausgestorbene Wüste mit Creatern. Ja, das heißt eben sehr viele Produzenten, DJs und so weiter sind da zwar noch aktiv, weil sie da gerne Sachen veröffentlichen, aber die User, die man ja eigentlich erreichen möchte, die ja privaten Leute, die einfach nur denn das konsumieren sollen, die sind halt heutzutage fast alle ja auf Streaming-Plattformen, und es gibt heutzutage sehr tolle Lösungen, dass man ganze DJ-Sets auf den Streaming-Plattformen hochlädt. Ja, man kann das sogar so noch monetarisieren. Das will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Man kann eigene Playlisten zu seinen Mixen erstellen, die die Leute dann eben ja wieder hören können. Also das ist für mich ein Ding, was aktuell auf jeden Fall noch extrem viel Potenzial hat, wenn man da schnell am Start ist und sich ein großes Profil aufbaut. Das ist meines Erachtens auch sehr, sehr viel wert. Alles klar. Okay, dann lass uns mal dasselbe Thema behandeln für einen Moment, aber die Perspektive wechseln. Und zwar lass uns mal drüber sprechen, wie du als Produzent, der du gute Tracks machst, wie du das Thema DJing oder überhaupt, wie du die Musikindustrie quasi dafür nutzen kannst, dass deine Musik populärer wird. Da tun sich natürlich unsere Leute auch teilweise noch schwer, weil sie damit einfach zum ersten Mal im Leben konfrontiert sind. Also, du hast ja auch ein paar Sachen jetzt im Vorfeld gehört. Was würdest du unseren Leuten empfehlen? Wie können sie aus dieser Wüste SoundCloud halt auch rauskommen? Das ist nämlich natürlich auch in der Tat etwas, was hier häufig diskutiert wird, von wegen, das sind nur so ein paar Plays. Bei uns in der Community, die Leute haben es ja schon mal ein bisschen besser, weil die sich untereinander auch featuren und Kommentare geben und Feedback und Likes und so weiter. Aber wie kann man es nutzen, um da rauszukommen? Und das war jetzt eine lange Frage. Ich muss trotzdem noch einen hinten dranhängen. Ich möchte mich mit dir bei der Gelegenheit der Frage annähern. Wie muss denn auch die Musik selber
gestrickt sein, damit ein DJ wie du zum Beispiel sagst, ja, das passt halt gut zu meinem Workflow. Also ja, lass uns das Thema mal aufmachen. Ich habe jetzt ein bisschen breit gefragt. Kannst du trotzdem schon antworten? Ja, klar. Also um das jetzt gerade noch mal kurz aufzugreifen, eben auch Streaming, genau dasselbe Thema. Ja, es gibt viele Plattformen heutzutage, seine eigene, also viele Dienst, Online-Dienstleistungen sozusagen, eben um seine produzierte Musik auf die Streaming-Plattformen zu bringen. Und das ist für mich auch extrem wichtig, auch aus DJ-Perspektive, weil wenn ich auf der Suche nach neuer Musik bin, ist heutzutage eine Streaming-Plattform eigentlich Anlaufstelle Nummer 1. Auch in der elektronischen Musik war ich immer wieder erstaunt, selbst von wie vielen Underground-Labels da jetzt alles schon vertreten ist. Und ich mir natürlich jetzt nicht mehr diese 1 Minute 30 im besten Falle bei iTunes anhören muss, irgendwie einen ausgeschnittenen Teil. Und dann bin ich zwar ja, zu 90% der Meinung, ja, der Track ist geil, aber ich habe mich auch schon oft verkauft, weil irgendwie gerade die Stelle mir irgendwie gut gefallen hat, aber insgesamt hat der Track dann doch nicht so gepasst. Mhm. Heißt, bei Spotify und Co. kann ich mir den ganzen Track anhören. Das ist eben eine sehr tolle Möglichkeit. Deswegen eben auch an alle Produzenten auf jeden Fall der Appell, schaut, dass ihr die Sachen auf die Streaming-Plattformen bringt. Oft sind diese Dienstleistungen ja auch so, dass sie eben das nicht für eine Plattform machen, sondern gleich für alle, also mit einem so auf allen. Das ist wirklich heutzutage eben auch sehr dankbar, abgesehen von YouTube, Soundcloud und Co., wo man ja auch eben seine Musik jederzeit veröffentlichen kann. Aber es geht eben darum, dass wir die Leute, die Endkonsumenten erreichen wollen, und die sind eben auf den Streaming-Plattformen heutzutage. Und eben jetzt aus dieser DJ-Perspektive, klar, es kommt natürlich auch das Genre drauf an. Ich meine, hier ist jetzt ja der Schwerpunkt eher die elektronische Musik. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer schön, wenn ein Track dem Genre entsprechend aufgebaut ist. Es gibt natürlich keine Gesetze, aber ja, so ungeschriebene Regeln im Prinzip, an die sich die meisten halt halten, weswegen ja auch dann dieser Track so klingt, dem Genre entsprechend, und die DJs eben auch dann dementsprechend auflegen können. Heißt eben, gerade wenn wir jetzt bei der elektronischen Szene sind, dass es eben sehr schön wäre aus DJ-Sicht, wenn der Track einen Intro und ein Outro hat, mit eben dem klassischen Aufbau, dass eben die einzelnen Lead-Elemente Stück für Stück in den Track hineinkommen und dann eben Stück für Stück auch wieder rausgenommen werden, dass man da eben auch einen schönen, langen Musikfluss kreieren kann. Es gibt aber auch einige Tracks, die sich nicht dran halten, was aber nicht unbedingt heißt, dass man dann nicht mit denen auflegen kann. Das ist dann halt vielleicht für Anfänger ein bisschen schwieriger, aber man kann ja auch gerne mal über die Bridge was reinmixen oder mit Drops und so, da kann man ja auch viel machen. Da muss man sich dann halt, ist ja auch meines Erachtens eine Aufgabe des DJs eben, die Herausforderung, sich was zu überlegen, wie man den Track eben geil reinbringen kann, weil oft wird ein DJ-Set auch langweilig, wenn man einfach nur Intro an Outro mixt. Ja. Heißt nicht, dass man dann irgendwie immer nur Bridge in Bridge mixt, so, weil man kann ja zum Beispiel auch ein Intro dann eben in der Bridge mixen. So. Also man kann ja alles irgendwie machen, insofern sich's gut anhört. Das ist ja auch das, was der DJ vorher dann eben mit den Kopfhörern macht. Der will sich ja nicht eben deine Musik einfach so selber nochmal anhören, sondern das ist ja das, was man meistens vorher macht, dass man ausprobiert. Man sucht sich zwei Tracks aus. Klar, der eine läuft ja eh schon, mindestens einer, auch wenn wir jetzt ja von elektronischer Musik sprechen, ist ja nach oben alles offen. Der Leute, die fahren mit 6 Spuren. Und dann schaue ich eben, wo passt mein neuer Track rein? Mit welcher Phrase? Ja, an welcher Stelle? Ja. Wir hatten ja im Vorfeld, im Vorgespräch die Situation, dass wir ein paar Tracks durchgehört haben aus der Community und überlegt haben, die jetzt gleich im Anschluss hier live zu mixen. Und da waren zum Beispiel auch Tracks dabei, wo du gesagt hast, oh, das, ich sag mal jetzt so frei übersetzt, das hält sich hier nicht an die gültigen Regeln. Das ist ein schlechtes Beispiel, den will ich jetzt mal nicht nehmen. Kannst du nochmal genau erklären, welches Strukturmerkmal dir da aufgefallen ist und warum du das für nicht geeignet gehalten hast, dass wir das nochmal einfach lernen auch an der Stelle? Genau, also es ist halt vor allem, wenn wir von elektronischer Musik reden, so, dass man sich ja immer an so ein, ja sagen wir mal, im Kleinsten an so ein Viertaktmuster hält. Heißt jetzt, normalerweise ist eine Phrase ja eben 8 bis 16 Takte lang. Ja, und das kann man dann immer kopieren. Das im DJ-Programm kann man eben so schön mit manchen Funktionen sozusagen durch Tracks springen. Das heißt, wenn ich mir dann so einen Abschnitt mal 16 Takte groß lege und dann immer so durch den Track springe, dann müsste ich, wenn alles sozusagen perfekt ist nach Schema F, immer eben am Ende von einem Intro beginnt dann die neue Phrase, ja, oder zum Beispiel auch eine Bridge wäre dann eben
klassisch 8 oder 16 Takte lang. Ja, manchmal hat man eben solche Fill-ins, die sind dann halt eben auch mal weniger Takte lang, eben auch mal 4. Aber normalerweise sind es eben wenigstens immer so 4. Und dann kann man eben so komplett durch den Track springen. Und wenn man dann sozusagen den letzten Sprung macht, sollte man auch mit dem letzten Beat enden sozusagen. Ja, und in dem Beispiel war es halt so, dass es ja ziemlich nach dem Muster angefangen hat, aber hinten raus hat es halt nicht mehr so ganz gestimmt. Und das ist halt undankbar für den DJ, weil der sich ja vor allem darauf verlässt, wenn es in der ersten Hälfte gestimmt hat, dass das eben auch sich so weiterführt. Und wenn ich halt den neuen Track zum Beispiel ja mit dem Anfang des Intros auf den Anfang des Outros starte, eben Auftakt auf Auftakt eben, und dann erwarte ich ja auch, dass das Intro eben endet und auch gleichzeitig das Outro, ja, dass eben dann der Track, der schon drin war, endet eben und dann geht's im neuen Track in die nächste Phrase. Und wenn halt hier dann der alte Track unerwartet früh endet, ist es halt blöd, weil meistens ist das Intro nicht besonders spektakulär, das heißt, da geht dann halt die Stimmung flöten, eben hört sich auch nicht so schön an, wenn eben abrupt auf einmal was fehlt, weil das hört sich dann schon ein bisschen wie ein Fehler an, auch wenn die Gäste das meistens nicht bewusst wahrnehmen, unterbewusst irgendwie in seinem Musikrhythmusgefühl merkt man das schon und dann kann es echt passieren, dass die Tanzfläche wie so zum Erstarren, wie so erstarrt, weil irgendwie die Leute halt in sich drin schon merken, irgendwas hat da jetzt nicht ganz gestimmt. Und das ist halt ein bisschen schade, weswegen wir auch den DJs immer sagen, bereitet eure Tracks sehr genau vor, setzt euch schon die Cue-Punkte, ja, markiert euch, überlegt euch schon was, wo ihr jetzt hier in den Track rein und raus wollt, um sowas zu vermeiden und auch eben dieses Grid-Raster richtig schön zu setzen. Genau. Aber das ist eben eine nicht unbedingt zwingend notwendige Voraussetzung, aber eine dankbare, schöne Voraussetzung, wenn man sich darauf verlassen kann. Ja, nice. Ich habe gerade schon kurz nochmal in den Chat reingeschaut. Erstmal kurzes Feedback hier. Wir kriegen hier viel Lob. Ein wirklich kompetenter Kerl steht hier zum Beispiel, oder ja, Spitzenvortrag. Also das ist gut. Und dann kam gerade die Frage auch auf, ob wir die Beispieltracks nennen können. Von Patrick, ja, machen wir gleich im Aftershow-Call in der Software Zoom. Da können wir uns das auch am lebenden Beispiel mal so richtig schön zusammen angucken, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Für die Masterclassler. Und genau, das machen wir auf jeden Fall. Übrigens, wenn ich in der Masterclass ist, wir haben derzeit das 1-Euro-Probe-Monatsangebot raus. Das heißt, wenn du heute Abend in die Masterclass kommst, du kannst einen Monat für 1 Euro dabei sein. Und ab da 89 Euro im Monat. Das auch noch erzählt und ja, dann würde ich doch mal sagen, lass uns doch mal langsam einläuten den Teil des Abends, wo wir auch ein bisschen auf deinen Bildschirm gucken. Du hattest auch noch 2-3 richtig coole und übrigens auch heute Abend exklusiv erstmalig der Weltöffentlichkeit dargebotene Content-Stücke vorhin gezeigt, weil du demnächst auch ein paar neue E-Books und so weiter zu dem Thema raushaust. Ne? Zeig uns da doch mal ein bisschen was. Genau, ich teile mal meinen Bildschirm. Ganz kurz dazwischen gehen, es gab gerade wohl einen Soundaussetzer in der Technik. Da waren unsere Leute ganz schnell und haben geschrieben, oh, jetzt ist der Sound weg. Mach nochmal so die letzten ungefähr 20 Sekunden nochmal, würde ich sagen. Dann sind wir alle auf einem Stand. Ja.
Aber ganz kurz nochmal an die Leute im Chat, schreibt nochmal Patrick, ja, wenn der Ton jetzt wieder da ist. Und ich gehe aber davon aus, von daher erzähl mal los, Patrick. Okay. Also, wir empfehlen halt immer den DJs, wenn sie ja Tracks für ihren Set auswählen, ja, als nächstes, dass sie im Prinzip nach der Reihenfolge vorgehen, die sie hier im Inhaltsverzeichnis jetzt auch dargestellt ist. Das heißt, logischerweise schaue ich erstmal vom Genre, das betrifft jetzt natürlich eher die DJs, die Mixed Music auflegen, dass ich halt ein paar ja, Trackbündel aus Tracks aus einem ähnlichen Genre schaffe, damit, wenn die Leute auf der Tanzfläche sind, dass sie sich darauf einschießen können und ja, dann auch wissen, worauf sie sich jetzt in nächster Zeit einlassen können. Aber wir bleiben jetzt hier mal im Prinzip mit dem Fokus auf der elektronischen Richtung. Und gerade da ist es halt extrem wichtig, dass die Faktoren eben Key und BPM beachtet werden. Denn eben um so einen ja, krassen Musikfluss zu kreieren, dass die Leute, ja, berichten ja viele Gäste sogar auch, eben wie so ein Trance gespielt werden, wo sie so reingesogen werden ins DJ-Set, ist halt vor allem, dass es sehr harmonisch ist. Ja. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass der Key, also die Tonart, passt. Heißt nicht, dass ich eben nur Tracks einer Tonart spiele, denn ich habe hier jetzt mal das sogenannte Camelot Wheel nochmal vorbereitet mit einem Beispiel. Sprich, wenn mein aktueller Track jetzt in H-Moll oder alternativ, es gibt ja noch diese Übersetzung eben mit 10a, um das Ganze zu vereinfachen, eben ja produziert wurde, dann habe ich diese ganzen Möglichkeiten in den roten Kreisen und gegebenenfalls in den gestrichelten roten Kreisen, da muss man dann selber hören, ob das eben passt oder nicht, um eben neue Tracks ja auszuwählen. Ja, das heißt, logischerweise Tracks derselben Tonart passen üblicherweise immer und eben die benachbarten Tonarten passen auch sehr, sehr gut. Dann haben wir hier in diesem Beispiel zum Beispiel eben noch 12a und 5a, was auch sehr gut passt. Und je nachdem eben mit den gestrichelten ist es auch noch möglich, je nachdem, dass man die eben wählen kann oder nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier gerade nochmal an diese Stelle springe. Ich komme gerade mal kurz rein und mache einen kleinen Übertrag. Also wir haben auch extra deswegen bei uns die Konvention eingeführt, jedenfalls für alle, die in der Masterclass halt programmieren, Tracks schrauben. Wir machen hier C-Dur, A-Moll und das Ganze zwischen 120 und 125 BPM, damit genau der Effekt eintreten kann, den du gerade beschrieben hast, dass du einen schönen, langen, harmonischen Musikfluss hinbekommst. Also ich kann dem nur beipflichten und ja, Daumen hoch. Genau. Deswegen haben DJs dann eben die Möglichkeit, hier mehrere Tracks auszuwählen. Ich gehe jetzt hier gerade schon mal in Trackdoor rein. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Tracksammlung habe, dann habe ich hier eben auch auf dieser Seite die Spalte Key und die Spalte BPM. Und da analysiert halt ein gutes DJ-Programm auch immer die Tracks. Gibt auch noch andere Programme, die eben, das dann nochmal besser analysieren als DJ-Programme, aber die machen das auch schon sehr gut. Und dann wählt der DJ hier eben aus, welche Tonart dann der nächste Track haben soll. Muss natürlich trotzdem Probe hören, aber so wählt man das dann eben aus, dass man einen harmonischen Musikfluss kreiert. Und als nächstes ist halt wichtig, dass man diesen Faktor BPM noch mit reinbringt, weil es gibt ja viele Tracks, die eben miteinander harmonieren, die aber 10, 20 BPM teilweise auseinander liegen. Und das ist dann natürlich auch sehr hinderlich sozusagen, weil normalerweise spielt der DJ ja so, dass er immer ein bisschen schneller wird, er steigert sich immer ein bisschen mehr, damit die Stimmung auch weiter zum Kochen kommt und das Energielevel halt auch steigt. Heißt, normalerweise schaut man ja roundabout plus minus 3 BPM in der Regel. Ja, je nachdem, was man für eine Übergangsart wählt, kann man da auch mit Cuts und Drops mal größere Sprünge machen, aber wenn man jetzt eben, wie gesagt, von der elektronischen Musik wieder ausgeht und eben einen langen Musikfluss kreieren möchte, der eben ja auch ein paar Stunden gehen kann, dann kann ich nicht die ganze Zeit so mega Sprünge machen, weil ja sonst fahre ich ja die ganze Zeit hoch und runter. Das heißt, ich steigere mich eben langsam und wähle dann üblicherweise auch eben einen mit einer sehr ähnlichen BPM-Zahl aus. Wäre jetzt in diesem Fall hier, wenn ich mich zum Beispiel ja hier mal ordnen lasse mit 10M, dass ich ja hier zum Beispiel schönes Beispiel, einen habt, der hat 127, der nächste 119, wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, weil es entweder, wenn ich von dem 119er auf die 127 gehe, die Leute überfordert, weil es viel zu schnell ist, oder umgekehrt halt auf einmal das Set mega lahm wird. Heißt, wenn ich jetzt eben den 127er spiele, könnte ich zum Beispiel hier mit der 125 mal schauen, oder noch besser, hier habe ich zum Beispiel noch einen, der 127 BPM hat,
Und hier bin ich jetzt zum Beispiel ja nur bei den Tracks, die auch 10M haben. Ja, wir haben ja hier schon gesehen, dass ich ja noch ganz viele andere Tracks auswählen kann. Und das ist auch was, was viele Anfänger-DJs eben nicht wissen, weswegen sie eben ja nicht so einen krassen Musikfluss hinbekommen, weil vor allem diese beiden Faktoren nicht stimmen. Das ist ein wirklich guter Punkt. Und kannst du mal kurz auf dein E-Book gehen? Ja. Wie heißt das überhaupt, by the way? Hat das einen Namen schon bekommen? Ah, so triffst du die perfekte Track-Auswahl. Ja, super. Erzähl bitte, weil ich das gerade in deinem Inhaltsverzeichnis erblickt habe, erzähl mal unbedingt noch zwei, drei Sätze zu dem Kapitel 6 beziehungsweise zu dem Begriff Crowdreading. Was heißt das und was macht man da? Genau, da wollte ich jetzt eben noch dran anschließen, weil Key und BPM sind ja sehr trockene technische Faktoren. Ja, genau. Menschen formulieren immer alles gern sehr trocken und muss alles seinen Begriff und seinen Namen und Zahlen haben und so weiter. Aber Musik ist ja auch was sehr Emotionales eben und es geht viel über diese Gefühlsebene. Und einfach nur zu sagen, zwei Tracks haben jetzt die gleichen Key und die gleiche BPM, na, die müssen gut zusammenpassen, also kann ich blind drauf losmixen. Dem ist definitiv nicht so und raten wir auf jeden Fall ab. Weil da kommt dann eben noch diese emotionale Gefühlsebene dazu, nenne ich es jetzt einfach mal, weil du natürlich dann eben fürheulen musst und schauen musst, klingen die auch wirklich gut zueinander. Ja? Weil es gibt ganz viele Übergänge, die zwar eben in der Theorie gut passen müssten, wo man aber irgendwie fühlt, der ist es nicht. Und dann gehst du halt weiter durch deine Mediathek und suchst halt weiter jetzt nach dem perfekten Track. Ja? Mhm. Und oft ist es halt so, dass man, leider ist es nicht oft so, aber es gibt immer wieder diesen Moment, wo man dann mal Track-Pärchen auf einmal findet, oft eben auch live am Auflegen, wo man merkt, wenn man schon so einen kleinen Probeübergang auf seinen Kopfhörern macht, dass die Tracks sich so geil ergänzen, weil dann halt 1 und 1 nicht 2 ist, sondern 5 und du spürst es halt schon richtig, wie wenn du weißt, wenn du den jetzt bringst, das bringt das Ganze so halt auf ein nächstes Level, weil die eben auf so einer Art Gefühlsebene einfach richtig gut harmonieren und sich gegenseitig pushen. Und wo, obwohl man eigentlich dann in einem Übergang ist von Intro-Outro, was verhältnismäßig trocken normalerweise ist oder unspektakulär, wo der neue Track schon so eine Vorfreude macht, dass er gleich kommt, dass es halt richtig Laune macht. Und da ist es halt eben auch wichtig, diese Aspekt Crowdreading und Setaufbau mit einzubringen, weil man ja normalerweise als DJ immer darauf achten sollte, ich habe es schon erwähnt, ob bei gewissen Tracks, die man spielt, die Tanzfläche eher abkühlt, wie erstarren kommt. Das habe ich eben leider schon ein paar Mal erlebt eben. Das ist natürlich schon so ein kleiner Dämpfer, den man dann bekommt, aber es ist auch ein wichtiges Zeichen, weil du dann weißt, okay, das funktioniert nicht so. Das ist auch eine Erkenntnis. Und dann wählst du eben in Zukunft die Tracks eben in einer anderen Richtung aus. Und wenn du dann eben auch merkst, okay, wenn ich diese Tracks spiele, die eher so ein bisschen groovig, melodisch sind oder vielleicht Tracks, die eher industriell, percussionlastig sind, dass die halt gut funktionieren, da muss man eben sein Publikum immer sehr gut im Blick haben und dann, wenn man das eben macht, dann ist es wirklich buchstäblich sehr bildlich so, dass man merkt wirklich, ob die Tanzfläche wie abkühlt oder eben noch ekstatischer wird. Das meint das der Begriff auch Crowdreading, diese Sachen halt bewusst dem Publikum anzusehen und da auch so einen sechsten Sinn für zu entwickeln, wie die Crowd gerade abgeht, um das auch in seine Plattenauswahl mit einfließen zu lassen quasi. Ne? Auf jeden Fall. Weil man ist ja irgendwie immer noch Dienstleister am Mensch, an deiner Crowd, an deinem Publikum. Auch wenn man natürlich selber gerne das macht, weil man seine Musik gerne hört und feiert, im Prinzip ist ja immer noch dein Ziel, dass du deinem Publikum halt einen geilen Abend oder eben einen geilen Gig bescherst. Und da ist es halt ganz wichtig, definitiv. Und unsere lieben Producer, unsere Zuschauer auch heute, also für euch ist dieses E-Book natürlich praktisch, weil ihr quasi in den Kopf von einem DJ einsteigen könnt und lernen könnt, wie der denkt und wie der eben seine Track-Auswahl durchführt. Also für euch auf jeden Fall ein super Lektüre-Tipp. Auch wenn man aktuell noch gar nicht drankommt, oder kommt man schon dran? Wie ist denn das eigentlich mit dem Buch? Aktuell kommt man noch nicht dran, aber ich werde schauen, dass wir das eben bei euch dann in der Gruppe auf jeden Fall noch veröffentlichen können, dass wir es den Zuschauern irgendwie zukommen lassen können. Das wird möglich sein. Ja, das ist doch herzallerliebst. Super. Okay, das Camelot Wheel ist auch im Buch drin nochmal, super. Sieht übrigens auch echt cool aus, Kompliment. Schön gebrandet hier mit Auflegen, mit Erfolg, das sieht super aus. Wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen in die Praxis gehen und mal ein bisschen Traktor angucken und mal gucken, wie denn so ein Übergang geschraubt wird, wie man es denn macht am Ende des Tages? Ja, gerne.
Also vielleicht nochmal für alle unsere Zuschauer, die älteren Zuschauer erinnern sich, wir hatten das GEMA-Gate, wir machen keine GEMA-lizenzierte Musik hier, weil uns das, glaube ich, im Monat 360 Euro extra kosten würde und dann noch mehr Geld für die Aufzeichnungen, die wir hier zur Verfügung stellen. Das wollen wir alles nicht, deswegen arbeiten wir mit GEMA-freier Musik und hören ein bisschen was aus dem Bereich Elektro. Let's Genau. go. Ja, also hier gerade im Prinzip nochmal ein Beispiel im Prinzip, was wir jetzt vorhin erwähnt hatten. Ich kann es jetzt im Prinzip, wir machen es jetzt hier nur an der Software im Prinzip. Ja, ich habe jetzt den Controller vorhin schon mal in die Kamera gehalten, ist jetzt auch schwer, das so zu sehen. Aber dieser Controller hier ist ja ähnlich auch wie so ein Launchpad, im Prinzip nur eine Art Maus. Ja, das heißt, dieses Gerät alleine kann nichts, es bildet ja im Prinzip nur die Software ab. Deswegen, wenn wir das jetzt hier an der Software machen, seht ihr im Prinzip auch schon alles. Also es gibt die Sachen, die ich jetzt am Equipment machen würde, ist im Prinzip ja nur eine Maus. Das heißt, diese Potties hier und auch hier die Fader, die sind ja im Prinzip genauso auf dem Equipment abgebildet. Deswegen, wenn ich es jetzt hier mit der Maus mache, im Prinzip verpasst ihr nichts. Muss man nicht mit dem Gerät machen. Theoretisch ist es auch möglich, mit Tastatur und Maus aufzulegen. Aber der Workflow ist natürlich dann schon ein bisschen schwierig. Das ist was für die ganz ja. Harten. Ja, das glaube ich auch. Genau, wir haben jetzt hier, ich will jetzt nicht zu krass ins Detail gehen mit dem ganzen Programm erklären, das wird zu krass, ihr könnt euch auf jeden Fall die Probeversion, ja cool, bei Traktor kann man auch 30 Tage, meines Erachtens sind es 30 Tage eben, die Vollversion testen. Ja. Und hier jetzt nochmal das Beispiel mit der Phrase, ja, das heißt, ich gehe jetzt hier auf Move, wähle die Größe im Prinzip des Sprungs mit 16 Takten aus und wenn wir jetzt hier im Prinzip mal, wir starten ja hier bei der 1 auf dem Downbeat ganz am Anfang vom Track. Wenn wir jetzt hier eben durchspringen, immer diese Sprünge machen, dann sieht man schön, ich habe jetzt hier einen Cue-Punkt gesetzt, die 2. Das heißt, ich habe jetzt hier 4-mal geklickt und wir sind genau auf der 2 rausgekommen. Das heißt, yes. 4-mal 16 im Prinzip. Bam, hier auf der 2, da ist das Intro zu Ende und wir starten die nächste Phrase. Also perfekt, so soll es sein, da kann ich mich auch drauf verlassen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen anderen Track habe, der auch bei der 1 eben startet und ich hier dasselbe Spiel mache, dann lande ich zum Beispiel auch hier. Auch 4-mal einen Sprung gemacht. Zack, hier ist auch das Intro wieder vorbei. Ist jetzt ein sehr minimalistisches Intro. Hier geht das Intro noch ein bisschen länger, würde ich mir jetzt mal behaupten. Das ist eher eine Art Auftakt, aber ist egal. Auf jeden Fall sieht man schön, bei beiden Varianten lande ich eben am Anfang der neuen Phrase. Und wenn wir das jetzt hier beim linken Track weiterspielen, dann landen wir eben hier auf der 3 und so weiter. Das passt alles perfekt. Dann landen wir hier. Ne? Dann überspringt das, zack, 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 da passt noch auf jeden Fall alles, aber hier hinten raus wird es jetzt schwierig, weil, da sieht man auch, ich habe mit ein paar Cue-Punkten schon was probiert, es ist halt auch an der Wellenform jetzt hier sehr schwer zu erkennen, das sieht man bei dem rechten Track ein bisschen besser, wo die neuen Phrasen immer starten, aber ist nicht schlimm, ist auch eine Herausforderung für den DJ und auch zu Recht seinen Job, dass sich das alles richtig hinlegt, aber wenn wir jetzt hier eben weiterspringen, dann merkt man eben hier, ist ein bisschen unklar, wo jetzt die alte Phrase endet und eine neue beginnt. Und wenn wir jetzt eben hier noch hinten rausgehen, dann merkt man eben beim letzten Sprung, dass ich zwar eben hier hinten auf den letzten Beat noch rauskomme, aber wenn wir jetzt halt hier mal zählen würden im Prinzip, dann ist es eine ungerade Anzahl. Weil ich weiß nicht, ob man es bei der Live-Übertragung jetzt gut sehen kann, ist, dass sich hier zwischen, also an der Wellenform ändert sich was, hier bei der Ecke ist es noch ein bisschen voluminöser und ein bisschen oranger und hier schon minimalistischer und roter. Das heißt, hier einen Takt vorher, oh, jetzt hört man schon was, hier ist eigentlich der Phrasenwechsel. Ne, man sieht es hier links, sieht es anders aus als rechts. Ich bin aber beim Sprung gerade hier rausgekommen. Das heißt, es passt nicht so ganz und geht hinten nicht ganz auf. Das heißt eben, wenn ich jetzt hier eben dann diesen Track hier auf dieser Seite starten würde, dann würden die an dieser Stelle hier am Ende der Phrase nicht eben auf dieselbe Zeit rauskommen und das würde dann eben den Mix verhageln. Also der eine Track wäre bei 1, 2, 3, 4, würde bei der 1 starten und der andere wäre in seiner Logik zum Beispiel bei der 2 oder bei der 3. Also genau, das kann zum einen passieren, dass es halt genau im Takt variiert und eben vor allem, dass der erste Track hier auf der linken Seite zum Beispiel eben einfach schon aufhört, obwohl eben die Phrase beim Rechten noch nicht zu Ende. Ja, auf jeden Fall Kuddelmuddel, den man vermeiden will. Also Struktur hilft dem DJ, kann man mal so als These rausziehen, ne? Genau, also vor allem, wenn man eben als Produzent das Ziel hat, dass man nicht im Prinzip einfach nur Musik für Endkunden sozusagen machen möchte, sondern auch darauf erpicht ist, dass man möchte eben, dass DJs die Musik spielen,
und auch ja, Freude daran haben, das zu spielen, weil es die Struktur des Tracks einem verhältnismäßig leicht macht, dann wäre das auf jeden Fall cool. Mhm. Nice. Gut, wenn wir jetzt im Prinzip mal hier drin bleiben, ja, das heißt, wir haben jetzt hier einige Tracks, ich habe es jetzt hier zum Beispiel mal nach Key sortiert, weil wir haben ja gesagt, als erstes schaue ich mal eben, dass es vom Key her passt. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal den, tun jetzt einfach mal so, als würde der Track hier eben laufen. Und jetzt frage ich mich ja als DJ, okay, was spiele ich als nächstes? Dann habe ich hier meine Playlisten, die nennt jeder DJ anders, sortiert jeder anders, ist auch egal. Wichtig ist halt, dass du deine Musik findest, wenn du auflegst. Deswegen sagen wir auch immer wieder halt Ordnung. Ist nicht ganz einfach, kostet Zeit, aber es macht es auf jeden Fall, ja, es ist es auf jeden Fall wert, weil die Qualität des DJs jetzt sich deutlich ja, steigern wird. Und jetzt habe ich hier eben mal nach Key sortiert und dann kann ich eben schauen, okay, wir haben jetzt hier 124 BPM. Das heißt, suche ich mir doch vielleicht mal einen, der am besten noch dieselbe BPM-Zahl hat. Und als nächstes würde ich jetzt natürlich vorhören, passt der eine Track zum anderen. Können wir jetzt spaßeshalber auch einfach mal machen. Man muss fairerweise dazu sagen, dass die Skype-Übertragung, die wir hier verwenden, die Qualität der Musik relativ hart zerruppt und auch auf Mono runterbringt. Deswegen wundert euch nicht. Nachher in Zoom, im Backstage-Call ist es wie gewohnt besser. Aber hier ist es eben so mit der Technik. Dennoch die Prinzipien, was wir hier vermitteln können, da bin ich total zuversichtlich, die werden wir hier vermittelt bekommen. Genau, es geht nur um dieses Grundgefühl eben. Und hier hat man bei dem Track ja schon gehört, dass er eher sehr percussion-lastig ist. Und vor allem eben auch hier hinten, wo ja dann der Mixbereich ist. Und wenn wir jetzt mal in den neuen reinhören. Hast du die Audio-Volume von dem Mac auf Max? Jetzt? Ja, kommt ein bisschen mehr raus, ja. Es ist ja schon eine gewisse Melodie im Hintergrund, aber grundsätzlich ist es auch eher noch percussionlastig. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, passt ganz gut. Jetzt würde ich natürlich vorher schon mal hören, ne, auf den Kopfhörern, die einfach mal beide laufen lassen. Können wir jetzt hier zum Beispiel spaßeshalber auch mal machen. Und hier habe ich zum Beispiel die 3 gesetzt, einen Cue-Punkt. Da möchte ich meinen Übergang starten. Hier starte ich auf der 1. Ne? Das heißt eben, kommen wir hier an die 3, starte ich eben den rechten Track. Und jetzt kann man eigentlich schon sagen, dass sich die nicht in die Quere kommen im Prinzip. Also es macht, hört sich jetzt nicht irgendwie schief an oder man hat auch nicht das Gefühl, dass da überhaupt 2 Tracks laufen. Also die passen eigentlich sehr gut zueinander und jetzt würde ich das Ganze eben so lange laufen lassen, bis wir eben dann beim rechten Track hier hinten ankommen, ja, und bei dem Track wären wir dann im Prinzip an dieser Stelle hier. Hier im Prinzip ist das Intro gesplittet, das heißt hier an dieser Stelle wird es bei dem Track eben nochmal minimalistischer und umgekehrt, bei dem Track auf der rechten Seite kommt eben mehr dazu. Und jetzt sehen wir eben auch schön bei beiden, ne, zack, jetzt sind wir eben jeweils in der neuen Phrase wieder. Und die liegen eben perfekt übereinander. Dafür müssen die natürlich auch synchronisiert sein, was bei elektronischer Musik eben normalerweise kein Problem ist. Entweder wie hier ist man jetzt faul und drückt einfach auf Sync oder man macht das Ganze mit dem Gehör, geht auch, je nachdem. Und jetzt wird man eben auch gleich schön sehen, dass mit dem, dass der rechte Track endet, eben der der linke Track endet eben, der rechte Track auch, ja, richtig startet, jetzt mal platt gesagt. Zack. Zack. Und jetzt sind wir hier eben auch in einem Part drin, den man auch alleine so schon spielen kann. Weswegen es hier ja noch sehr minimalistisch ist. Das wird sich ja keiner so eben alleine anhören. Ja, um jetzt diesen Übergang noch ein bisschen ja, harmonischer zu gestalten und es ein bisschen komplexer und anspruchsvoller noch zu machen, macht man natürlich nicht einfach nur lauter leiser. Ich habe jetzt ja beide auch bei voller Lautstärke gestartet. Ist auch eine Technik, heißt Chop-Mixing. Kann man auch machen, wenn eben dann das neue Element von dem neuen Track
einfach richtig geil schon passt und dann man einfach so tut, als wäre das jetzt eben ein neues Element, was bei der neuen Phrase vom alten Track dazukommt. Aber normalerweise bringt man sie ja eben von der Lautstärke Stück für Stück rein und vor allem eben auch hier über die Equalizer, heißt Höhen, Mitten, Tiefen. Und da würde ich jetzt vor allem bei dem neuen Track hier nochmal reinhören und schauen, welche Elemente sind da vorherrschend. Das ist vor allem eben die Bassline und diese ja, Art Melodie mit diesem Rum, Rum. Und da muss man dann halt bei dem alten Track schauen, inwiefern ergänzt sich das gut. Ja, passt da eben sehr mehr unterschiedlich. Bei manchen Tracks ist das Intro dann auch eher percussionlastiger. Und da muss man eben schauen, wie passt es am besten. Das heißt, ich nehme mal die Tiefen raus, nehme mal die Mitten raus, die Höhen raus und schaue, wie ergänzt sich das am besten. Das ist natürlich immer individuell. Hier würde ich halt eher schauen, dass ich die Tiefen rausnehme, um den neuen Track ja sanfter reinbringen zu können, weil das ja eben schon sehr präsent ist. Das heißt, gerade wenn man auf einer großen Anlage spielt, wird man dann sehr schnell merken, dass da was Neues reinkommt, weil der Bass halt auf einmal wieder wummert, weil der ja beim alten Track ja langsam rausgenommen wird. Das heißt, ich würde da eher mit der Melodie arbeiten, die sanft reinbringen und dann zum Beispiel hier beim Phrasenwechsel die Equalizer schnell tauschen, heißt, es ist ein EQ-Swap, heißt, ich mache die schnell auf 100 sozusagen, fahre die hier runter oder reduziere sie wenigstens deutlich und dann ist es halt auch ein geiler Aha-Effekt, dass hier eben der neue Track jetzt am Start ist und gibt dem Publikum auch einen schönen Schub, halt, dass die merken, okay, jetzt ist hier zwar was Neues da, aber das ist geil, der kommt gut rein. Kann ich als Publikumsmitglied nur bestätigen, ja. So fühlt sich das an. Ja. Sehr geil. Ja, nice. Ich würde vorschlagen, in Anbetracht auch der Zeit, dass wir nochmal die Gelegenheit nutzen und die Runde hier im Livestream für Fragen öffnen. Also wenn ihr jetzt an Patrick Fragen habt, dann haut das doch mal in die Kommentare. Wie gesagt, nur bei uns in der Facebook-Gruppe, weil wir sind in sehr vielen Facebook-Gruppen gleichzeitig live, können aber nur bei uns mitlesen in der deutschsprachigen Launchpad Tutorials für Ableton Live Facebook-Gruppe. Werd da gern Mitglied, dann kannst du deine Fragen hier drunter stellen. Und ja, für alle Masterclassler gilt natürlich, ihr habt gleich die Gelegenheit, live von Angesicht zu Angesicht sozusagen mit uns im Backstage-Call in Zoom weiterzumachen. Von daher spart euch eure Fragen am besten für gleich auf, sofern ihr nicht denkt, dass sie für alle super brillant wichtig sind an dieser Stelle. Und für alle, die nicht gleich im Backstage-Call sind, ist das jetzt quasi nochmal die Chance, eure Fragen an den Patrick loszuwerden. Und ich frage mal ganz salopp den Patrick, was würdest du denn an meiner Stelle fragen, wenn du ich wärst? Was haben wir denn noch vergessen? Wir wollten noch über deine DJ-Schule sprechen und darüber, dass wir auf jeden Fall perspektivisch dieses Jahr eine Partnerschaft zusammen starten. Ja, also gerade mit dem, dass sich das halt so wirklich, es geht ja Hand in Hand, weil unsere Academy zum Beispiel endet auch mit einem Producing-Modul, wo wir nicht den Leuten Producing beibringen, sondern im Prinzip einen Ausblick geben, was ist alles möglich, was ist dabei zu beachten, auch in Richtung Vertrieb, wie suche ich mir ein Label und so weiter, weil eben viele DJs irgendwann merken, dass sie an eine Art unsichtbare Decke stoßen, dass sie über ihre regionale Bekanntheit nicht hinauskommen und da sind halt eigene Produktionen, das ist eine gute Möglichkeit, auch vor allem, um die Gage nach oben zu treiben. Wenn du eigene Tracks hast, die bekannt sind, die gut laufen, dann wollen das Publikum will halt nur dich sehen und nicht, dass irgendjemand anderes im Prinzip ja die Musik spielt. Und deswegen wirst du halt auch ja im Prinzip als der Star gebucht und kannst mehr verlangen als jemand, der im Prinzip nur fremde Musik spielt. Guter Punkt. Deswegen halt eine coole Geschichte, dass man sagt, ja, dass man das im Prinzip Hand in Hand geht und das zusammenschließt, dass man eben sagt, hier, das ist der Einstieg ins DJing und umgekehrt eben, das ist der Einstieg ins Producing. Das geht für mich einfach Hand in Hand. Ja, auf jeden eben Fall. Vielleicht auch eine Live-Producing-Komponente eben wird immer wichtiger. Das ist ein guter Punkt. Also deine E-Books bzw. auch deine Kurse, denke ich, werden mittelfristig auch hier für unsere Leute verfügbar gemacht im Mitgliederbereich, dass wir da Verlinkungen schaffen und die Brücke einfach. Und idealerweise in beide Richtungen, weil ich denke, also
Ihr Zuschauer werdet es heute Abend mitgekriegt haben. Patrick gehört schon zu den Menschen, die verdammt nochmal wissen, wovon sie reden und nicht irgendwelches Zeug von sich geben. Und was ich halt auch hier beeindruckend finde, ist die Art und Weise, wie du das ganze Thema halt sehr, sehr strukturiert halt auch rüberbringst, weil das ist auch eine Fähigkeit, die nicht jedem DJ so zwangsweise mitgegeben ist. Also großes Vielen Dank. Kompliment dafür. Das ist wirklich super aufbereitet, das ganze Wissen. Hier kommt eine Frage rein von Kikuan. Fragt uns, nutzt du die Loop-Funktion zum Mixing? Definitiv, auf jeden Fall. Loops sind ein ganz wichtiger Faktor, gerade wenn es um Übergänge geht. Heißt zum Beispiel bei Genres wie Hip-Hop, Latin, R&B und so weiter, die jetzt nicht so, ja, nach Schema F produziert sind wie eben elektronische Musik, um überhaupt erst Übergänge längere zu ermöglichen, weil oft gibt es ja keine Club-Mix-Versionen von Hip-Hop-Tracks, so wie man sie im Radio hört. Die hören halt einfach auf und fangen direkt Bam an. Gibt es natürlich auch Mixing-Techniken, um das dann so zu arrangieren, aber wenn man eben einen bisschen längeren Übergang machen möchte, dann auf jeden Fall Loops und vor allem auch, um in der elektronischen Richtung eben noch längere, noch sanftere Übergänge zu kreieren. Ja, das heißt, ich kann ja zum Beispiel hier nicht jetzt bei der 3 reinstarten, sondern ich kann zum Beispiel hier schon reinstarten. Da ist der Track zwar noch ziemlich mittendrin, aber ich gebe den Leuten unterschwellig schon mal ja eine Kostprobe sozusagen. Man muss es vielleicht auch noch gar nicht so markant hören, aber irgendwie spürt man es halt doch immer, weil die Schwingungen ja eben doch noch übertragen werden. Und so kann man eben schon mal ganz unterschwellig eben hier am Anfang ja einfach einen Loop setzen und dann definitiv den hier schon mal ganz unterschwellig langsam reinsetzen, bevor man den halt an der 3 dann zum Beispiel löst und ihr richtig in den Übergang startet. Und weil wir es ja vorhin auch davon hatten, hier bei den Stems zum Beispiel, wenn man die hier reinzieht, dann wechselt das Deckformat ein bisschen. Das heißt, hier habe ich eben diese 4 Spuren, von denen wir gesprochen haben, die ich eben hier einzeln manipulieren kann mit Lautstärke, dem Filter, auch den Effekten, die ich auch auf jede Spur einzeln schicken kann, anstatt hier auf den ganzen Track wie auf der linken Seite. Das ist ein sehr, sehr geiles Feature. Und auch hier kann ich ja wieder einzelne Loops setzen, um mir zum Beispiel, wenn ich zwar 3 der 4 Spuren kacke finde, aber eben irgendeine bestimmte Melodie oder eine Percussion mega geil finde, um die eben in den anderen Track reinzumixen. Auch hierfür ist eine Loop-Funktion mega geil. Also Cue-Punkte und Loops ist eine extrem elementare Funktion für DJs. Nice. Ja, das ist schön, dass du es auch nochmal hier gezeigt hast. Hatte ich jetzt auch gar nicht mehr dran gedacht. Die Stem-Funktion hier natürlich in Traktor. Stems von Native Instrument. Und ja, so, liebe Leute, sieht das Ganze aus, wenn der DJ die Stems, die ihr in Ableton exportiert, vielleicht noch zum Mastering Engineer schickt und dann sind sie fertig. Und dann, so sieht es der DJ am Ende des Tages. Das ist gut, dass wir das nochmal sehen. Alles klar. Pass auf, ich mache mal wieder unser Kamerabild. Bringe ich mal wieder an den Start. Da sieht man uns beiden Hübschen wieder. Also, als allererstes mal, Patrick, das war ja wohl ein Knaller-Interview. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank dir für deine Sehr Zeit und gerne. deine Expertise, dass du die hier so reinkippst. I can't wait to switch the channel. Ich kann es kaum abwarten, dass wir rübergehen in Zoom und tête-à-tête mit den Jungs noch ein bisschen ins persönliche Gespräch kommen. Und würde vorschlagen, wir gehen jetzt hier mal in die Endrunde rein und. Hast du noch etwas, was du der Menschheit mitteilen möchtest? Gibt es noch letzte Worte von dir? Ja, also an der Stelle möchte ich mich natürlich mal für die hohen Einschaltquoten bedanken und für die Fragen, die eingesendet wurden. Finde ich sehr cool, eben auch, dass ihr mir jetzt die Plattform hier geboten habt, dass wir das mal vorstellen konnten. Ja, es ist mir wirklich ein Anliegen, die Qualität in der DJ-Szene zu steigern und auch neue Leute ans DJing ranzuführen und es den Leuten auf jeden Fall einfacher zu machen als viele andere, die ja vor 10 und mehr Jahren eben noch hatten, als es so ein Angebot nicht gab. Ja, und da geben wir unser Bestes und ich hoffe eben, dass ihr jetzt hier einiges mitnehmen konntet. Ja, nice. Also den ersten Blicken in den Chat nach zu urteilen. Hier kommt auch wieder rein. Vielen Dank. Super informativ. Vielen Dank. Toll. Yo, top. Also ich glaube, das wird auch den Community-Leuten hier eine Menge gebracht haben, einfach mal diese Perspektive so zu sehen. Und ja, das vertiefen wir jetzt gleich noch in einer gemütlichen Runde. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben und freue mich schon aufs nächste Mal, beziehungsweise auf jetzt gleich. Bis bald. Schönen Abend. Danke. Schönen Abend.